Ein großer Tag für alle Nutzer von Luminar Neo, die im Besitz einer Lizenz für das Erweiterungspaket 2022 sind. Mit Spannung werden die 5 noch nicht veröffentlichten Teile erwartet. Nun ist es soweit. Am 10. November werden diese 4 Programmerweiterungen veröffentlicht. SuperSharp AI, Focus Stacking, Upscale AI und die Hintergrundentfernung AI. Wir werfen einen Blick auf diese neuen Extensions in der Praxis und werden sehen, ob sie halten, was die Werbung verspricht. Hallo zusammen, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich bin Klaus, ich stelle euch die 4 neuen Luminar Neo Erweiterungen in der Praxis vor. Davor allerdings noch eine Bemerkung in eigener Sache. Ihr werdet an einigen Stellen dieses Videos ein Hintergrundgeräusch hören können. Es ist Regen, der auf mein Hausdach fällt. Bei uns regnet es seit 4 Tagen ohne Unterbrechung, Tag und Nacht. Und es kann noch einige Tage so weitergehen. Da ich euch dieses Video schon heute präsentieren wollte, habe ich das gemacht, was ich sonst nie mache. Aufnehmen bei starkem Regen. Ich hoffe, euch stört es nicht. Und jetzt zurück zum Thema. 4 auf einen Streich, das ist schon eine ganze Menge für einen Tag. Diese Erweiterungen gehören alle zum Paket 2022 für Luminar Neo. Die 7. und letzte Erweiterung wird eine Weihnachtsüberraschung und somit erst im Dezember enthüllt werden. Skylum hat es schon immer verstanden, seine Kunden auf Spannung zu halten. So auch beim Preis. Wenn man kein Freund von Abonnements ist, kostet dieses Erweiterungspaket 299 Euro. Bis zum 10. November ist es noch zu einem Vorbestellpreis von 219 Euro erhältlich. In jedem Fall entfallen auf jede der 7 Erweiterungen etwas mehr als 30 Euro. Generell günstig für diese Art von Spezialitäten. Ich bezweifle aber, dass jeder von euch, der dieses Paket erwirbt, alle 7 Teile einzeln kaufen würde, wenn sie denn einzeln erhältlich wären. So relativiert sich der Preis schon wieder. Erst recht, wenn man von 299 Euro ausginge, dem Preis, der nach dem 10. November aufgerufen werden soll. Betonung auf soll. So wie ich Skylum kenne, wird es auch nach dem 10.11. irgendwelche Sonderpreise geben. Gehen wir aber mal davon aus, dass es 299 sind. Dann entfallen fast 43 Euro auf jede der 7 Erweiterungen. Immer noch relativ günstig. Benutzt man davon in der Praxis jedoch nur, sagen wir mal, 3, dann kostet jede dieser 3 rund 100 Euro. Das läge dann schon nicht mehr im preislichen Mittelfeld, sondern über dem, was man für ein entsprechendes Plugin anderer Hersteller bezahlen müsste. Ein Vorteil der Luminar Neo Erweiterungen ist ihre Simplizität, ihre einfache Handhabung. Nur sehr wenige Einstellungen und Anpassungen sind erforderlich, falls überhaupt möglich. Das meiste geschieht auf einen Klick hin. So wie auch das Basisprogramm Luminar Neo ideal für Fotografen ist, die mit wenig Aufwand ansprechende Ergebnisse erzielen wollen und die nicht erst ein Software-Abitur machen möchten, bevor sie die Anwendung verstehen und benutzen können. Als erstes sehen wir uns die Erweiterung Focus Stacking an. Sie ist schon vor etwa 2 Wochen mal angekündigt worden. Leider kam ich nicht dazu, sie euch früher zu präsentieren. Ich war in letzter Zeit sehr damit beschäftigt, Software anderer Hersteller zu testen und zu vergleichen. Focus Stacking AI ermöglicht eine größere Schärfentiefe durch die Kombination einer Aufnahmeserie mit unterschiedlichsten Schärfeebenen. Bis zu 100 Aufnahmen können so zu einer einzigen Aufnahme verrechnet werden. Besonders Makrofotografen, die ja permanent mit unzureichender Schärfe zu kämpfen haben, werden sich darüber freuen. Und jetzt will ich nicht weiter herumreden, sehen wir sie uns einfach an. Für das Focus Stacking verwende ich eine Münzaufnahme. Ich habe diese Münze mit dem 45-Grad-Winkel aufgenommen.
Und wir sehen, dass nur etwa 2-3 mm Schärfe vorhanden sind. Wenn ich in den Bildern weiter blättere, wandert die Schärfe nach oben und niemals ist die ganze Münze drauf. Daher markiere ich sie alle miteinander und ziehe sie in das Modul Focus Stacking. Alle 14 werden aufgeführt, bis zu 100 können wir hier hinzufügen. Ist uns eine zu viel, klicken wir sie an, dann ist sie weg. Ich klicke auf Stack, kürze das jetzt etwas ab, weil es dauert etwas, und ich melde mich nachher wieder bei euch. Die Aufgabe scheint beendet. Das waren jetzt 1 Minute 40, 45 Sekunden etwa. Und hier haben wir das Ergebnis. Ich sehe, Luminar Neo hat uns mal wieder ungefragt einen zusätzlichen Ordner auf die Festplatte gepflanzt. Eigentlich hätte ich das gerne im Ursprungsordner gehabt, aber das haben die Skylum-Programmierer bis heute nicht begriffen. Ich markiere es als Favoriten und kann es deshalb hier zusammen mit den 14 Ursprungsbildern sehen. Ich vergrößere das etwas und wir sehen, die Münze ist von unten bis oben scharf abgebildet. Das Einzige, das mir auffällt, hier oben am Rand und hier links, sind dunkle Stellen, die bei den Originalen nicht vorhanden sind. Irgendetwas wird da übereinander gelegt, was nicht übereinander gehört. Ich gehe mal auf 200% Vergrößerung, dann seht ihr das bei euch auf dem Bildschirm auch. Die dunkle Stelle wird von einer Art Moiré, einer Art Gittermuster überlegt. An anderen Stellen ist das nicht vorhanden. Das ist das Einzige, was man bemängeln könnte. Das wird mit Sicherheit nicht bei jeder Aufnahmeserie entstehen. Im Großen und Ganzen ist die Abbildung super geworden, ist scharf. Und dass sie etwas dunkler ist als die Originalaufnahmen, ist ja nicht schlimm. Das können wir im Bearbeitenbereich jederzeit wieder ändern. Wir sehen also, dass es kein Problem mehr sein muss, genügend Schärfentiefe in seine Aufnahmen zu bringen. Früher war die Überlegung, wie weit kann ich in meine Blende schließen, ohne dass das Ergebnis zu gruselig wird. Focus Stacking Software anderer Hersteller ist schon seit vielen Jahren erhältlich. Die meisten davon sind Plugins, die aus anderen Anwendungen, zum Beispiel aus Lightroom heraus, gestartet werden können. Mit der gerade vorgestellten Erweiterung geht das nicht. Die ist ausschließlich in Luminar Neo verwendbar. Dafür macht sie, wie wir gesehen haben, einen recht guten Job. Sehen wir uns als zweites die Erweiterung Upscale an. Sie ist hilfreich, wenn interessante Objekte zu klein im Bild erscheinen. Wir beschneiden die Aufnahme also so stark, dass sie im Brennpunkt steht. Ergebnis ist eine oft viel zu kleine Bildgröße, die sich gerade mal noch zum Angucken auf dem Telefondisplay eignet, aber niemals zum Drucken. Mit Upscale können wir ein verkleinertes Foto 2- bis 6-fach vergrößern, wobei jeweils die Kantenlängen multipliziert werden. Eine 2-fach Vergrößerung entspricht also der 4-fachen Bildgröße, eine 6-fache der 36-fachen Bildgröße. Die besten Ergebnisse werden im Allgemeinen mit 2- bis maximal 4-fachem Upscaling erreicht. Die Luminar Neo Erweiterung Upscale ermöglicht Vergrößerungen um 2-fachen Faktor, 4-fachen oder 6-fachen Faktor. Ich habe hier eine Aufnahme mit einer Seitenlänge von 1312 Pixel an der längeren Kante. Ist also zum Drucken deutlich zu klein. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus einer größeren Aufnahme, in der diese beiden Vögel dummerweise viel zu klein abgebildet waren. Ich ziehe die Aufnahme auf Upscale und wir haben die Möglichkeit, 2-fache, 4-fache oder 6-fache Vergrößerung zu wählen. Ich gehe jetzt mal auf die Mitte und wir drücken auf Upscale und ich bin gespannt, wie lange es dauert. Das waren jetzt nur 5 oder 6 Sekunden. Dummerweise habe ich jetzt einen weiteren Ordner ungefragt in meinen Bilderüberordner produziert bekommen. Ich verliere darüber jetzt keine weiteren Worte mehr. Es wäre nur schön, wenn die Skylum-Programmierer mal auf ihre Kunden hören würden, die gerne das Ergebnis im Ursprungsordner hätten. Ich markiere das jetzt mal als Favoriten,
dann haben wir das hier direkt daneben. Das ist das Ursprungsbild. Ich gehe hier mal auf 100%, das bringt nicht viel, weil es ja sehr klein ist, 300% Vergrößerung und wir sehen das Pixelmuster, das beim Druck auch genauso aussehen würde und sehen uns die Vergrößerung an. In 100% Ansicht kein Pixelmuster, dafür an den scharfen Kanten deutliche Artefakte. Diesbezüglich sollte Skylum da also nochmal eine Schippe drauflegen. Ihr wisst aber, dass ich hier mit einer Beta-Version arbeite. Vielleicht kommt das Ergebnis bei euch in der endgültigen Version, die am 10. November erscheint, doch ganz anders raus. Die Erweiterung AI-Hintergrundentfernung soll im Gegensatz zur Portrait-Hintergrundentfernung nicht nur Menschen als Hauptobjekt erkennen, sondern alle Objekte und Motive im Bild. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Auch Lightroom Classic hat diese Funktion in seiner Version 12 neu eingeführt. Selbst dort ist es nicht immer möglich, Objekte exakt freizustellen oder zu maskieren. Sehen wir uns an, ob die Luminar Neo Erweiterung es besser kann. Für die Objekthintergrundentfernung wählen wir mal dieses schöne Entlein, gehen ins Bearbeiten-Modul und suchen uns das über die Ebeneneigenschaften heraus, die Background Removal AI. Früher hatten wir nur KI maskieren, Porträthintergrund, der eben nur Menschen erkennt. Jetzt versuchen wir mal, das Auto zu erkennen. Oh, das ging schnell, ist aber nicht so richtig erfasst. Das Rolldach fehlt, hier hinten sind unsaubere Kanten, der Scheinwerfer fehlt, Stoßfänger fehlt, der Auspuff fehlt und der Schatten. Der Schatten gehört eigentlich dazu, dann legen wir hier einen Hintergrund runter und Moment, so, legen wir einen weißen Hintergrund darunter und der Schatten ist nicht dabei, dann wirkt die ganze Angelegenheit wie gephotoshoppt, wie reinkopiert. Ja, ist es ja natürlich auch dann reinkopiert, aber man sollte es nicht auf den ersten Blick sehen. Deshalb gehören die Schatten dazu. Ich klicke trotzdem mal auf Entfernen. Und das sieht jetzt nicht mehr wie ein blaues Entlein aus, das sieht wie ein hässliches Entlein aus. Über die Detaileinstellungen des Pinsels können wir jetzt noch Dinge zum Objekt hinzufügen. Zum Beispiel diese Dachangelegenheit hier oben und natürlich alles, was drunter ist. Vergrößere den Pinsel mal ein bisschen. Ja, das gehört alles noch dazu. Das ist auch Objekt und die Sache mit den Fenstern ist so eine zweischneidige Sache. Ich habe das Freistellen versucht, auch in Lightroom Classic und in Adobe Photoshop. Da sind die Fenster auch nicht berücksichtigt worden. Allerdings die Räder in voller Größe, so dürfte das etwa sein. Und dann muss ich noch einen Übergang zwischen rein basteln. Oh, nein, so. Und zwar an der Kante zwischen Ente und Nicht-Ente. Den Scheinwerfer, da habe ich ein Problem. Ich sehe ihn nämlich hier nicht. Ich kann nur großspurig drüber malen, sehe jetzt den Scheinwerfer, muss dann wieder den Hintergrund deutlich markieren und dann einen Übergang. Ach, der ist automatisch gekommen jetzt, der Übergang. Dann haben wir noch hier, diese ganze Sache gehört, glaube ich, noch dazu. Stoßfänger, wo ist der? Hier ist er. Und der Hintergrund, ich glaube, ihr merkt schon, wie viel Spaß ich bei dieser Fummelei habe. Ich schenke mir das mit dem Schatten hier hinten dran, unten dran, denn den sehe ich auch nicht. Ich müsste da auch
anfangen zu fummeln. Was ist das hier hinten jetzt? Hoppla. Nun gut, wenn ich das jetzt wieder ausblende, dann sehen wir das Ergebnis. Das ist noch hässlicher als vorher. Vielleicht gibt es da irgendeinen magischen Trick. Ich habe ihn nicht gefunden. Diese Sache überzeugt überhaupt nicht. Sie überzeugt mich genauso wenig wie das Maskieren nicht mit der Hintergrundentfernung, sondern mit der KI-Maskierung früher, da wo auch heute noch alles Mögliche erkannt wird, das nie im Bild gewesen ist. Nun, wir haben gesehen, dass auch bei Skylum nur mit Wasser gekocht wird. Die Genauigkeit einer Objekterkennung bei der bisher vorhandenen Maskierungsoption KI-Maskieren wird schon lange kontrovers diskutiert. Überwiegende Meinung, da muss Skylum noch kräftig nachbessern. Soweit ich es beurteilen kann, ist das bisher nicht geschehen. Bleibt die Frage, ob die Erkennung und die Maskierung anderer Objekte verbessert werden wird? Wir kommen zur vierten und letzten der neuen Erweiterungen, SuperSharp AI. Ein Schärfungswerkzeug, das auf Basis künstlicher Intelligenz erkennen soll, welche Bereiche im Bild geschärft werden müssten und welche nicht. Dabei gibt es verschiedene Arten von Unschärfe im Bild. Erstens die Fehlfokussierung, das ganze Bild ist unscharf. Zweitens die Verwacklung, das Bild ist verwischt wegen Kamerabewegung. Drittens die Motivbewegung, also das Hauptmotiv hat sich bewegt und ist verwischt. Viertens die Objektivunschärfe. Das verwendete Objektiv ist gar nicht in der Lage, etwas knackscharf abzubilden oder, wie Skylum es ausdrückt, super sharp. Super sharp AI kann ich euch leider nicht wie geplant heute schon vorstellen. Ich sollte von Skylum eine Beta-Version dieser Erweiterung bekommen. Leider hat man sich dazu entschlossen, die Erweiterung gleich in eine neue Beta-Komplett-Programm-Version einzubauen. Dieser Download hat insgesamt jetzt 4,5 GB. Ich muss dazu sagen, dass meine Internetverbindung eine maximale Download-Geschwindigkeit von 5 Megabit pro Sekunde hat. Ihr habt richtig gehört, nicht 50. Und schon gar nicht 500. 5 Megabit. Durchschnittsgeschwindigkeit ist meistens 4 Megabit. Ihr könnt euch ausrechnen oder zumindest euch vorstellen, wie lange ich an einer 4,5 Gigabyte Datei herunterlade. Ich würde ja warten, aber nach jeweils 2 Gigabyte bricht meine Verbindung ab und ich darf wieder von vorne anfangen. Das Ganze mache ich jetzt schon zum dritten Mal heute und nun gut. Ich habe jetzt aufgegeben. Vielleicht klappt es ja über Nacht. Falls ja, teste ich es morgen und mit etwas Glück bekommt ihr mein Video mit SuperSharp für Luminar Neo als Erweiterung schon morgen. Verfügbar ist es ja sowieso erst ab Donnerstag. Skylum bewegt sich mit seinen Erweiterungen auf einer Bühne mit rutschigen Brettern. Die Funktionen Rauschfrei, SuperSharp, HDR-Merge, Focus-Stacking und Upscale sind nicht neu. Skylum hat hier das Rad nicht neu erfunden. Es gibt diese Dinge schon seit langem, meist als Plugins von Herstellern, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert haben. Plugins, die hervorragende Ergebnisse erzeugen, die selbst professionellen Ansprüchen genügen. Doch die haben ihren Preis. Es wird ja nicht jeder Amateurfotograf für jedes einzelne dieser Plugins zwischen 60 und 100 Euro ausgeben wollen. Oder 200 für eine Kombi-Anwendung. Das alles zusätzlich zur Bildbearbeitungsanwendung. Genau hier sieht Luminar Neo seine Rolle als Mittelklasse-Anwendung, die auch preislich noch in einem Hobby-Fotografen-Rahmen liegt. Dass die Bearbeitungsergebnisse nicht profimäßig ausfallen, liegt in der Natur dieser Sache. Leider ist Luminar Neo heute nicht mehr die preisgünstigste Alternative zu den hochpreisigen Anwendungen, die schon immer im 200- bis 300-Euro-Bereich lagen. Luminar Neo als Basisanwendung
Finde ich gut. Aber die Erweiterungen? Preislich im High-End-Bereich, Leistung, Mittelklasse. Irgendwie passt das nicht zusammen für mich. Es sei denn, man greift zu einem Abonnement. Ob ein Abo nun auf Dauer vernünftiger wäre, als hin und wieder alle paar Jahre vielleicht mal ein Einzelkauf, das ist schon eher eine philosophische Frage als eine finanzielle. Die Fotografenwelt ist ja seit Jahren in drei Lager gespalten. Die Abo-Freunde, die Abo-Feinde und diejenigen, die überhaupt noch keine Meinung haben. Ist ja auch nicht verkehrt, oder? Auf die Frage Abo oder Nicht-Abo gibt es halt keine Patentantwort. So auch bei Luminar Neo. Wenn auch das Preismodell selbst für mich nicht immer durchschaubar ist. Kunden klagen darüber, dass sie selbst dann, wenn sie das Erweiterungspaket 2022 nun kaufen wollen, auf einer Seite landen, die ihnen nur ein Abonnement anbietet. Verstehen muss ich das nicht. Wer diese Erweiterung mal ausprobieren möchte, hat die Möglichkeit, ganz einfach das Paket zu kaufen und bei Nichtgefallen bis 31. Dezember sein Geld zurückzubekommen. Danach endet die Rücknahmegarantie. Aber bis dahin ist noch genug Zeit zum Probieren. Alle Links dazu findet ihr wie üblich in meiner Videobeschreibung. Hat euch dieses Video gefallen? Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn mein nächstes Video erscheint. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss, euer Klaus.